How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work, everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor, good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project, a DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Willkommen zurück zu Hitman 2. Wir sind in der Welt von morgen in Sapienza und müssen Silvio Caruso und Francesca DeSantis töten und wir müssen das Virus zerstören. Alles in einem freshen italienischen Anzug und einer RC-Silberbälle in der MK2 in der Tasche. Ich habe ein paar Brechmittel in den Kaffeekeller geschmuggelt, weil ich den freigeschaltet habe, deswegen nutze ich ihn. Und wir haben natürlich wieder unseren klassischen Dietrich MK2 dabei und die Münze mal 3. Also, let's go, hops, 3. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Oi, schick siehst du aus, okay. Dann gucken wir, wo die Ziele sind. Wir haben sie da oben anscheinend und ihn da unten. Sehr gut. Ich denke mal nicht, dass wir hier reinkommen, oder? Sir, this is a restricted area. Nope. Na gut, dann schauen wir uns doch mal um. Gehen wir doch mal direkt auf die Story-Mission, warum nicht? Wir machen mal beim Kerzenschein. Machen wir mal das hier. Finden Sie mehr über den Golftrainer hinaus heraus. Okay, dann müssen wir aber, wie gesagt, erstmal reinkommen. Wie kommen wir denn rein in das Ganze? Du da, was geht denn bei dir ab? Du bist doch hier der Blumenlieferant, oder? You know where it is. Big mansion up in Sapienza, richest family on the coast. Come on, Dante, just do this for me. Those flowers have to be delivered today, and Mr. Caruso is a loyal customer. If we lose his business,
The boss will fire me for sure. Come on. Okay. Today is the anniversary of Isabella Caruso's death. Silvio Caruso will be visiting her grave and has ordered a fresh bouquet of flowers. His visit would be a good time to catch him alone. That is, provided the flowers ever arrive. Huh. Verkleiden Sie sich als Bote. Okay, hier ist ein Platz, wo ich seinen Körper verstecken kann. Also los! So, wir nehmen ihn kurz mal und gucken, dass uns da vom Marktplatz keiner erwischt. So, ablegen. Da würde niemand sehen, was ich gut finde. Jetzt kann ich mich aber schon mal verkleiden. Da, ding, dang, dong, die, ding, ding, die, ding, ding. So. Nehmen Sie die Blumen. Well, yeah. So. Reden Sie mit dem Butler des Anwesens. Ich habe ein paar Blumen für Silvio Caruso. Hallo. Na, kann ich jetzt rein? Oh, Mist. Sorry, ich muss kurz meine Silberballe ablegen. Kann ich jetzt rein? Hallo? Ah, jetzt hat. Komm her, mein Junge. This is just a security precaution. Thank you, sir. Please continue. Yeah, danke schön. So, reden Sie mit dem Butler des Anwesens. Okay. Hallo. Hey, good to see you, man. Flowers for Mr. Caruso? Well, where are they? Oh. Go find them and don't come back empty-handed. Hier. Really, some people. Kannst du die Schnauze halten? Ich hab sie direkt vor meiner... vor deiner Nase! Ah! Flowers for Mr. Caruso? Ah, excellent. You can leave them on Mrs. Caruso's grave in the garden. Come along, I'll show you the way. Oh nein, da weiß ich doch selbst Bescheid, wo ich lang muss. Da muss ich dir noch nicht folgen. Da gehe ich einmal hier lang und gehe einmal da links raus und schon bin ich beim Grab. Als ob ich da jetzt auf den Typen warte. Sup, my boy. Tschüss. So, ich glaube, das Grab ist da drüben. Ja, es wird uns jetzt sogar angezeigt schon. Spiel weiß, dass die NPCs extrem langsam sind. Eine Überwachung. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum das Symbol unten links nicht rot wird, wenn die Überwachungskameras mich doch gefilmt haben. Da muss ich. Da muss ich jetzt hier gucken, wo die Überwachungskameras sind. So, da wären wir. Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber oh Gott, okay. Also, da ist die Überwachungskamera. Das heißt, wir könnten entweder das Ganze neu machen oder wir werden ganz kurz mal versuchen, uns als Security zu verkleiden, denn. Ah, Mist, da ist eine Truhe. Dreht ihr euch um? Ich weiß es nicht. Egal, wir versuchen es mal. Du kommst erstmal her. Jetzt verkleiden wir uns mal als du. Und dann versuchen wir den mal an den vorbeizuziehen und machen den mal in die Truhe. So, ihr habt nichts davon mitgekriegt. Sehr schön. Ich muss halt diese Server, diese Überwachungskameras finden. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, jetzt müssen wir gucken. Ah, das sind zwei Truhen. Ja, perfekt. Warte mal, dann machen wir doch hier eine Münze hin. Und dann werden wir uns jetzt den Hammer holen. Werden den wegjoinken. Und dann werden wir den ausschalten. So. Jetzt haben wir euch beide. Kaputt. Können die Sachen wieder mitnehmen und haben einen ganzen Raum für uns alleine. Bada bing bang. Verkleiden Sie sich als Bote. Ach so, muss ich ja immer noch, oder? Ja, muss ich immer noch. Erstmal als Bote verkleiden. Oder als Gärtner. Moment, als Bote. Oh, fuck. Uiuiuiui. Okay, gut. Die haben nichts geschnallt. Legen Sie die Blumen drauf. Okay. Hier, Caruso. Tada. Good work, 47. Mein Freund. Da ist eine perfekte Truhe nebenan. Ich habe was mit dem ich... Ach so, warte mal. Machen wir es doch so. Boink. Und dann einmal Gnicki Nacki. Knacki. Und du bist erledigt, Rainer. So, wir müssen aber immer noch die Server finden. Wo findet man diese Überwachungsserver? Verkleiden wir uns erstmal als Wächter. Nicht als Gärtner, als Wächter. So, und jetzt können wir gucken, wo wir denn diese Server finden. Vielleicht hier unten, schätze ich mal, sind sie nicht. Oder? Sind die hier? Nee, ich glaube nicht, dass sie irgendwelche... Okay, du weißt, wer ich bin. Oh, ich glaube, dass ich hier... Ich glaube nicht, dass ich hier rein soll. Noch nicht zumindest. Gut, dann gehen wir wieder hoch und versuchen, diesen Serverraum zu finden.
20 Minuten später. Ha, hier. Ah ja, da ist es. Na gut, dann. Bada bing bang. Muss hier kurz rein, alles gut, ne? Ziehen wir dich direkt mal da rein, denn hier ist, ich kann dich da nicht reintun. Oh Gott. Oh Gott. Wo soll ich den dann hinmachen? Ah, ich kann ihn ja hier rüber machen, genau. Und dann habe ich ihn ja nicht getötet. Und wenn ich dann hier durchkletter, kann ich ihn hier in die Kiste tun. Ja, aber ich werde es schon. So, und jetzt gehen wir da kurz rein und zerstören die Aufnahmen und sind wieder grün. Hahaha, so einfach geht das. So, haben wir noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ja, Rattengift, aber dafür, das haben wir schon. Okay, dann machen wir mal weiter mit unseren Missionen, jetzt da, wo wir die Apple-Weise zerstört haben. Oh, hallo. Okay, also was haben wir denn für Story-Missionen? Wir können bei Kerzenschein, machen wir nochmal das. Finden Sie mehr über den Golftrainer heraus. Über den Golftrainer? Na gut, wenn ihr meint. Ich muss hier kurz raus, ohne dass die mich findet. Da drüben ist die Treppe. Aber ich will da nicht lang, ich will da nichts riskieren. Also gehen wir mal oben lang und versuchen irgendeinen Shortcut zu nehmen. Über den Dachboden runter. Denn hier war vorhin eine Treppe. Hier da, ne? Da, ja. So. Dann. Bada pow. Wo ist eine Verkleidung? Reinigungskraft. Nee. Oh, machen wir erstmal die Tür auf. Hallo there. Oh Gott, hier kann ich nicht raus, aber das ist ein Golfschläger. Oh, hier ist eine Truhe, warte mal. Ich glaube, ich werde den mal kurz von hinten angreifen, weil von vorne sieht er mich ja. Und das wäre ein Problem. Dann ziehen wir dich mal hier rein, Kollege. Und bam. So, jetzt haben wir dich ausgeschaltet. Jetzt können wir die ganze Zeit frei rumlaufen. Wir haben den Golfschläger. Ich weiß nicht, warum ich den nicht aufheben darf, warum das sozusagen eine Art Verbrechen ist. Dann gehen wir mal zu seinem Golftrainer. Hallo, na? Ah, da ist was zu trinken. Vielleicht können wir uns als Koch verkleiden oder so. Oh, warte mal. Ich glaube, er telefoniert gerade. Manly. Francesca likes that. Still, we're no harness. Not the one who calls, the one who doesn't answer. I'm really gonna put myself out there for an open chick. Ah. Er möchte ein Date. Und er will sie anrufen. Francesca. I know. I'm not the one who calls. I did say that, but hey, the guy can change. So, did you get my message? Music to my ears. We'll meet up in your room, okay? I'll call you as soon as Caruso lets me off the hook. He's unusually patient today. Huh. No, please. Surprise me. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Okay, wir müssen uns als ihr verkleiden. Ich habe ihr Gift, was ich in seinen Drink mischen kann. Passt ja perfekt. Oh. Oh. Upsi. Komm her, mein Freund. Komm her. Und Rainer. So, jetzt verkleiden wir uns als Koch. Nehmen den Golfschläger mit. Ein Koch mit dem Golfschläger, wer kennt's nicht? Und jetzt vergiften wir seinen Drink. Denn wenn ich Koch bin, kann ich doch ganz normal auf die Getränke meiner Leute zugreifen. Ist doch kein Problem. Ich mache auch garantiert keinen Schabernack damit. Könntest du es bitte fallen lassen? Fallen lassen vor allem, ich meine hinstellen, genau. Dann machen wir da mal ein bisschen Rattengift rein, damit du einen schönen Stünnpfiff kriegst. Jetzt muss es halt nur noch trinken. Wir sehen uns gleich wieder, wenn er trinkt. 3 Tage später. Ah, da ist er ja. Ja, trink schön. Ich möchte ihn nicht mit dem Golfschläger erhauen. Oh Gott, this is so... Just get it out. Ich möchte ihnen gerne folgen. Joink. Ich glaube, ich gehe schon mal vor. So und so. Und hier rein. Und wenn du hier gleich reinkommst, so schön zu reihen, dann wirst du die Überraschung feiern, die ich für dich habe. Denn ich werde, ohne rumzueiern, rauskommen aus dem Schrank und in den Golfschlägel über den Schädel hauen. Jetzt werde ich mich verkleiden und dich im Schrank verstecken. So. Einmal Golfschläger und Robertus Vagrasendi. Dann rufen wir doch mal sie an.
DeSantis. It's me. Roberto, Silvio let you off early? I want us to meet. Your room. I should say no. But you won't. See you soon. Ja, kannst du... Danke. Ich habe keine Ahnung, warum er so lange noch den Hörer am Kopf hatte, aber wenn es ihm gefällt. Oh, romantische Nachricht. Francesca DeSantis is evidently having an affair with Caruso's golf coach, Roberto Vargas. A notorious ladies' man, Vargas has turned DeSantis's bedroom into a candlelit love nest and plans to call on her after his golf lesson with Caruso. Well, she should know better than to mix business with pleasure. Yep. Na, dann warten wir doch mal. Nicely done, 47. DeSantis will be here shortly. I suggest you get in the mood. Oh ja, warten wir mal. 6 Stunden später. Na, wen haben wir denn da? Na, du? Candles, my favorite. Ja, doch. Are impossible, Roberto. Hihi. Look, don't talk. Just listen for a second. I like you, Roberto. You're a lot of fun, and I could even see this under the right circumstances. We... The situation? It's complicated. Ist das so? Na, dann habe ich was für dich. Du hast mich nicht gesehen. Es ist unmöglich. Egal, egal. Ich möchte dich ja sowieso umbringen. Also, bada bing bang. Oh, wir haben die Biolaborkarte. Mit Vergnügen. So. Ihr beide passt ja zusammen, ne? Ihr wolltet sowieso auf ein Date gehen. Also, viel Spaß euch. Ich muss mich um das Virus kümmern. Und dafür müssen wir zum Strand. Denn ich habe gesehen, beziehungsweise ich weiß, wo wir dafür lang müssen. Also, gehen wir doch mal dahin. Ja, einen Golfschläger brauchen wir auch nicht mehr. Also, tschüss. So, dann gehen wir doch mal zum Biolabor. Zum schicken, schicken, schicken Biolabor. Hallo, mein Freund. Nimm's dich persönlich, gell? Nur eine reine Routinemaßnahme. Okay. Muss ich ja nicht gleich vor Freuden Sprünge machen. Ist hier eine Box zufällig, wo ich Leute verstecken kann? Ich wette es, weil da vorne ein Wachmann ist. Ja, ja, klar, da kann ich. Okay, dann schleife ich ihn kurz hier rein. Ding, die, ding, die, ding, die, dong, die, ding, die, 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 ding, 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 ding, ding. So, und du, mein Freund, drehst dich mal ganz kurz um, weil du da was siehst. Ja, da ist was, ne? Möchtest du nicht mal ein bisschen forschen, was da ist? Ja, ja, genau. Putz! So. Ethos Field Lab. You made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Mach ich. Aber erstmal verstecke ich die beiden und dann verkleide ich mich als einer der Wachleute. Tada! So, Sneaky Boy. Auftrag erfüllt. Oh, da müssen wir also lang. Dann gehen wir doch mal dahin. So, wir nehmen den Hammer. Können wir irgendein Gas oder sowas irgendwo reinleiten? Nein, aber wir können den Generator ausschalten. Ich weiß nicht, was uns das bringen soll. Okay, du weißt, wer ich bin. Das ist keine gute Sache. Können wir uns vielleicht irgendwo runterlassen? Nein, dann nehmen wir mal einen anderen Weg. Ich meine, den Hammer haben wir jetzt bekommen. Schön und gut. Oh. Oh, stimmt. Das ist der andere Weg, wie es zum Labor runtergeht. Okay, ich glaube, wir klettern eher da drüben mal runter. Ah, das ist kein Problem. Das erlebt ihr doch täglich, dass hier einer eurer Wachmänner eine Röhre runterrutscht, oder? Ein Dixie-Klo. Cool. Ein Schraubenschlüssel. Oh, interessant. Na, mein Freund. Warum ist es auf einmal so dunkel? Hilfe. Okay, vielleicht, wenn wir uns als... Ah ja, hier könnten wir nochmal Sachen kaputt machen. Warum darf ich die Karte nicht nehmen? Ja. So, und anstatt jetzt da reinzugehen und wie ein Ochse diese Karte aufzunehmen, die wir anscheinend nicht berechtigt sind aufzunehmen, warum auch immer, wir müssen hier als Wachmann hier rein, gehen wir stattdessen vielleicht dazu über, uns als einer der Ärzte zu verkleiden. So. Okay, das ist Ether. Ich denke, dass ich da rein darf. Weil es gibt nämlich manche Truhen,
die einen umbringen, weil da irgendwie Säure drin ist oder sowas. Da kommt jetzt jemand rein. Das heißt, ich werde warten, bis der weggeht. Der eine Wachmann soll sich mal verdünnisieren, weil dann kann ich den hier, der neben mir steht, einfach töten. Genau. Du gehst weg. Du auch, richtig? Ich glaube, da kommt der nächste, richtig? Wie konntest du mich gesehen haben? Ich verstehe es nicht. Wir werden ihn ablenken. Dann werden wir ihn, während er nach der Münze schaut, nehmen und schnell beseitigen. Das hat niemand gesehen. Okay, sehr gut. Jetzt kannst du dir gerne die Münze holen, wenn du willst. Er hat die Münze, okay. Ich könnte das vergiften, mache ich aber nicht. So, und sobald... Ich muss halt irgendwie an diese Ärzte kommen. Okay, wir haben eine Getränkedose. Anscheinend ist es verboten, wenn ich die Biolaborkarte aufnehme. Ich weiß aber nicht, warum. Okay, da kommt jemand rein. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis der wieder rausgeht. Andersrum, ich glaube... Oh, da ist ja noch ein... da ist noch ein Schrank. Sehr gut, okay. Dann geh mal weg, Security. Wenn der Security-Mann weggeht, kann ich ihn niedermachen und seine Kleidung anziehen. Okay, ja, nice. Es kommt keiner. So wollte ich das nicht machen. Eigentlich wollte ich ihn damit abwerfen. Egal. So, dann verstecken wir dich da drin. Verkleiden uns. Und bam. Sind wir ein Arzt. Und jetzt können wir uns um das Virus kümmern. Nur noch die Ärzte wissen, wer wir sind. Das ist sehr gut. Wir müssen hier durch. Und dann da rein. Sehr gut. So, dann holen wir uns einen Schutzanzug. So. Und jetzt gehen wir zum Virus. Entering the Aether Lab requires a key card and a uniform. It seems both are within reach. Okay, ich muss es sabotieren. The virus prototype. Ich glaube, ich mache erstmal das Lüftungssystem ein. Ah, genau. Hier darf ich sie zum Beispiel nicht drin beseitigen, weil da ist Säure drauf. Wo kann ich sie denn beseitigen? Ich kann sie gar nicht hier drin beseitigen? Ja, dann muss ich sie in den Fluren beseitigen. Wenn die rausgehen. Da geht zum Beispiel eine raus. Ja, dass ich sie dann hier in die Schränke mache. Ja, okay. Dann muss ich jetzt darauf achten, dass wenn die hier lang gehen... Da sind zwei Leute, die lang gehen. Warum zwei? Wieso gehen jetzt zwei Leute lang? Okay, du bist in einem anderen Bereich ausgenockt worden. Jetzt gehen wir schon rein und verstecken den im Schrank. So, du bist weg. Jetzt machen wir das mit jedem, der hier reingeht. Bis nur noch die beiden übrig sind und die lenken wir dann auch irgendwie ab. Weil wir haben Möglichkeiten, vier Leute hier zu verstecken. Also sollten wir die auch definitiv nutzen. Hallo, mein Freund. Okay, der ist einfach durch die Tür geglitscht. Kann man mal machen. So, ich meine, warum nicht? So, und jetzt müssen wir uns um die beiden kümmern, denn ich glaube, jetzt kommt kein weiterer mehr rein. So, meine Lieben, dann machen wir das mal, denn wir sabotieren jetzt den Computer. Dann untersucht er das. In der Zeit nehmen wir den Schraubenschlüssel und machen den kaputt. Ja, gut. Jetzt muss ich halt warten, bis der da drüben erstmal wirklich das macht, was ich... Oh, jetzt guckst du mich wieder an. Schnauze, mach deine Arbeit weiter. Danke. Gib her. Gut, dass die Scheiben getönt sind. Es wäre ansonsten ziemlich offensichtlich, was ich hier drin mache. Nummer 1 und Nummer 2. Und jetzt können wir uns das Virus holen. Da ist das gute Stück. Dann mal Temperatur erhöhen. Bing, 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 bong. Und jetzt wirst du schön zerstört. Damit du keinem mehr was zuleide tun kannst. Bald ist es soweit. Und... kaputt ist das Ding. Und die Mission wäre geschafft. Dann lasst uns mal von hier verschwinden. Adios, Sapienza. Damals geschafft. Oh, lautloser Killer. Hatte ich hier noch gar nicht gemacht?
Ja, moin. 5 Sterne. Very nice. Startpunkt Hafen freigeschaltet und das war's auch. Ether Security is in the dark about the incident. I feared the company knew about the virus. Not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you're mine. How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. I'll take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even. Und damit geht's weiter in der nächsten Episode von Hitman. In der Mission, ein goldener Käfig. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.